So zusammen, hallo und herzlich willkommen zu einem letzten aufgebraucht und plattgemacht Video in 2021. Ich habe hier so viel stehen, auch über die Weihnachtstage ist ordentlich was dazu gekommen. Diese große Tüte, noch ein Wäschekorb voll und auch ein paar Adventskalender. Und ich habe gedacht, wir fangen mit den Adventskalendern heute mal an, weil die ja was Besonderes sind und gebe euch so eine kleine Review, ob ich die wieder kaufen würde im nächsten Jahr oder auch nicht. Fangen wir an mit dem ganz klassischen, einfachen Schokoladen-Adventskalender. Den haben wir von meiner Mutter geschenkt bekommen. Und sie hat uns den geschenkt, weil sie uns auch den von Just Spices geschenkt hat und dachte, naja, dann haben die Kinder nicht genug Schokolade mit den Gewürzen. Ist ja nicht so, dass wir sonst auch irgendwo Schokolade irgendwie hier hätten. Aber deshalb hatte sie uns den noch geschenkt. Und ich finde, der geht jedes Jahr. Ich liebe, das ist für mich so eine totale Kindheitserinnerung. Deshalb darf der jedes Jahr mit dabei sein. Als nächstes kommen wir zu dem Adventskalender von Koro. Den haben Kevin und ich uns selber gekauft. Wir haben uns letztes Jahr ja gegenseitig einen Adventskalender gemacht. Dieses Jahr haben wir uns dafür zwei Adventskalender gemeinsam gekauft und haben jeden Tag gewechselt, wer welches Türchen öffnen kann. Und ich merke schon, ich glaube, das wird ganz schön warm in diesem Pullover heute. Mal gucken. Den Adventskalendern. Also das Problem ist so ein bisschen mit der Review. Wir haben noch nicht so viel daraus gegessen. Einfach weil wir drei Adventskalender hatten und auch noch so Süßes und Kekse gebacken haben. Und unsere Süßigkeiten-Schublade ist jetzt so voll, auch mit ganz vielen Sachen aus den Adventskalendern, auch noch von dem von Foodies. Und den kann ich euch eigentlich direkt mitzeigen, weil das gilt so für beide. Ich hatte die Hoffnung gehabt, dass ich am Ende von den 24 Tagen sagen könnte, welchen ich von beiden besser finde. Ich finde beide gleich gut, einfach weil in beiden Dinge drin sind, um sie einfach mal auszuprobieren. Ich würde wahrscheinlich das ein oder andere von dem Co-Adventskalender nicht nachkaufen, genauso wenig wie von dem von Foodist. Im Foodist-Adventskalender war zum Beispiel so eine Tafel Schokolade, die uns total gut gefallen hat und die würde ich auch wieder nachkaufen. Andere Dinge nicht so sehr. Und deshalb fand ich aber beide Kalender tatsächlich gleichwertig gut. Haben uns beide viel Freude gemacht und ich fand es einfach cool, die Sachen mal so zu testen, weil ich hätte sie mir so sonst nicht unbedingt selber gekauft. Das gilt auch für ganz viele Sachen von Koro. Da sind ganz viele Tütchen drin mit gepuffter Mango oder irgendwelche Maiskörner und Mandeln und teilweise Herz, also ja, salzig oder manchmal auch süß. Und um die Produkte einfach mal kennenzulernen und auszutesten, ist es, glaube ich, eine ziemlich günstige Variante. Die haben jeweils 50 Euro gekostet, beziehungsweise bei dem von Foodist haben wir, ich weiß nicht, war das Glamour Shopping, da haben wir noch 10 Euro Rabatt gehabt, auf jeden Fall zugeschlagen. Und was die Produkte da drin so kosten, ist schon krass. Und man erweitert so ein bisschen seinen Horizont. Würde ich die Kalender nächstes Jahr nochmal kaufen? Ja, wahrscheinlich. Es sei denn, ich möchte nochmal wieder einen anderen irgendwie ausprobieren, aber vom Prinzip her haben sie uns auf jeden Fall gefallen. Ich würde allerdings nur noch einen kaufen, weil sonst einfach zu viel Süßes in der Weihnachtszeit ist. Ich erwähnte ihn eben schon kurz, der Just Spices Adventskalender. Ich glaube, den will ich schon seit 2 oder 3 Jahren haben und bin so happy, dass wir den dieses Jahr von meiner Mama geschenkt bekommen haben. Und wir waren bisher diejenigen, die immer 2 oder 3 Gewürzdosen von Just Spices zu Hause hatten. Das war Guacamole-Gewürz, Avocado-Topping und Hummus hatte ich auch noch. Und deshalb war das so perfekt, weil wir haben jetzt verschiedene Gewürze hier drin gehabt und können sie alle testen. Und da sind welche dabei, wo ich sagen würde, die bräuchte ich so nicht nachkaufen. Aber da sind auch ganz unerwartete Schätze bei, die ich so sonst nicht einfach mal so gekauft hätte. Und deshalb ist das total perfekt. 2 Beispiele. Das Zimtsterngewürz, das war an Nikolaus drin, ist auch ein Newcomer. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, den zu kaufen, weil wir keine Zimtsterne essen und backen. Ich packe das aber jeden Tag momentan, ich habe ja Urlaub, das ist so momentan mein Urlaubsfrühstück, in meinen Winterporridge. Ich mache da, koche Haferflocken mit Milch auf, dann muss ich eine Banane rein und dann kommt immer so ein 3/4 Teelöffel von dem Zimtsterngewürz da rein. Das ist der Hammer. Wenn ihr gerne Zimt mögt und Porridge, probiert das unbedingt aus. Denn durch diese Nelken und Vanille und den Anis, der da drin ist, kommen noch andere Noten durch als nur Zimt. Das ist für mich ein richtiger Goldschatz. Hätte ich mir nie gekauft. Und das zweite ist das Bratkartoffelgewürz. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man Bratkartoffeln noch mit so einem Gewürz würzen könnte, sollte. Ich mache das sonst einfach immer nur mit Salz.
Gestern habe ich ja Bratkartoffeln gebraten, hatte dann gesehen, ach Mensch, wir hatten ja das Gewürz in dem Adventskalender und habe das daran gemacht und das schmeckt 1A, wie vielfach diese Gewürze, die man auch mal in Imbissbuden oder Restaurants hat und ich kriege das nie nachgemacht und jetzt habe ich diese Gewürzdose entdeckt und die würde ich auch wieder nachkaufen, hätte sie mir aber so nicht einfach mal so zum Ausprobieren gekauft. Deshalb bin ich ziemlich klar, dass wir, glaube ich, nächstes Jahr wieder einen Just Buzzes Adventskalender haben werden. Einfach, weil ich den wirklich, wirklich geliebt habe. Und ja, da waren viele tolle Entdeckungen für uns mit dabei. So, und das letzte fällt mir hier schon alles durcheinander, ist von Exit ein Adventskalender. Ich muss sagen, wir haben während der gesamten Weihnachtszeit nicht ein Rätsel gelöst. Man muss wissen, Kevin ist nicht so der Typ, der Exit-Spiele gerne spielt. Ich mag die ganz gern, wobei manche Rätsel finde ich sehr frustrierend. Auch wenn man dann die Lösung liest, finde ich, bei manchen kommt man einfach nicht so drauf. Aber das ist ja auch okay, solange es welche gibt, die man so für sich lösen kann und nicht bei allen nur noch Hilfe braucht. Ja. Ich hatte mir jetzt, als ich dann angefangen hatte, Urlaub zu haben, habe ich das Spiel quasi an einem Tag, an einem Vormittag komplett durchgespielt. Das ist natürlich nicht der Sinn und Zweck. Deshalb ist mein Fazit zu dem Karton oder zu diesem Adventskalender, der ist richtig cool gemacht. Ich fand verschiedene Rätsel wirklich auch gut. Ein paar, wie gesagt, auch frustrierend, aber das gehört ja wahrscheinlich auch dazu. Es gab so ganz viel Verschiedenes an Karten, Sachen zum Ausdrücken, so Schlüssel, kleine Zettelchen mit Spielen drauf, also ein Glöckchen war da auch dabei gewesen und dann musste man auch was mit einem Magneten machen, das war ganz interessant und witzig gewesen. Also es war schon wirklich ganz cool gewesen und vom Preis her finde ich, das ist auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube allerdings, dass er mehr Spaß macht, wenn man das mindestens zu zweit jeden Tag macht, weil so alleine habe ich mich da nicht so rangesetzt und deshalb war es für mich halt am Ende kein Adventskalender, dann kann ich auch gleich ein Exit-Spiel so kaufen. Ja, das Einzige, was halt auch wirklich schade ist, ist, dass es wirklich wahnsinnig viel Müll produziert. Da sind zwei solche Hefte drin, die Verpackung, der gesamte Karton und es landet jetzt alles im Müll. Das tut mir so ein bisschen weh, wobei ich dann auch froh bin, dass es Papier ist. Es wird hoffentlich dann auch, es ist hoffentlich recycelbar. Hier sieht man nochmal, wie die Türchen so von innen aussahen und in den Türchen selber stecken dann auch so Hinweise. Und hier oben war zum Beispiel auch nur so ein Feld, wo man drin fühlen könnte. Also es war wirklich cool gemacht. Und wenn ihr gerne Exit-Spiele löst, dann ist das bestimmt auch was für euch. Und wenn ihr das auch alleine macht, dann ja auch cool. Ich hätte mir hier eine zweite Person zugewünscht. Ja. So, einmal durchatmen. Adventskalender sind durch. Ich habe mir hier schon in weißer Voraussicht zwei Wäschekörbe nebengestellt, in die ich das leere Verpackungsmaterial reinpacken werde. Wie immer, Leute, es ist alles durcheinander. Es ist nicht geordnet. Wir haben ganz viel Food dabei. Wir haben ein bisschen Beauty bestimmt. Ja, Beauty haben wir auch dabei. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Chio Tortilla Chips. Die hatte meine Mutter über die Weihnachtstage mitgebracht. Sind ganz lecker. Ich esse ja am liebsten die von Aldi und dann mit dem Käse-Dip von Chio allerdings tatsächlich. Mag ich ganz gerne. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sonst so Tortilla-Chips kauft. Ich kaufe lieber normale Chips. Werden wir auch noch zu Hause sehen. Lebkuchen in Zartbitterschokolade. Ganz wichtig. Lebkuchen müssen für mich immer Zartbitterschokolade haben. Kevin mag die nicht so sehr. Ich drehe es mal um. Der mag lieber die, die noch gefüllt sind. Die wiederum mag ich nicht. Deshalb kaufe ich die auch nicht. Und ich vergesse, habe es eben jetzt zum zweiten Mal vergessen, dass er die nicht mochte. Ich hoffe, nächstes Jahr denke ich dran, dass er die nicht so mochte, weil ich alleine so eine Packung Lebkuchen ist auch... Ja. Gut, dass ich jetzt wieder anfange, Sport zu machen und ich sehe es auch so ein bisschen im Gesicht, dass das wieder ein bisschen schlanker geworden ist. Ganz witzig, aber auch egal. Weihnachten darf geschlemmt werden. Ich mag die ganz gerne, vor allem die einfachen von Edeka waren das. Die waren auch in so einem weißen Karton. Ich weiß gar nicht, die hier waren, glaube ich, von Lidl gewesen. Die waren aber auch gut gewesen. Würde ich wahrscheinlich im nächsten Jahr also auch wieder kaufen. Muss ich noch irgendwas zu diesem Tee sagen? Kappa Tee, Lovely Licorice and Mint Infusion. In der blauen Verpackung gibt es in Supermärkten, im Drogeriemarkt. Und ja, muss man mindestens 2, 3, 4 Tassen von trinken.
damit man weiß, ob es einem wirklich nicht schmeckt, weil bei uns war es ja so gewesen, dass der uns beim ersten, zweiten Mal nicht geschmeckt hatte oder nicht so gut, wo man das nicht so richtig zuordnen konnte. Und jetzt ist es unser absoluter Lieblingstee. Wir haben jetzt ein offenes Paket und zwei Backups im Schrank, weil meine Mutter meinem Schatz noch eins zu Weihnachten geschenkt hat, so als kleines Goodie noch so mit oben drauf. Wird immer wieder nachgekauft, Dauerrenner bei uns im Haushalt. Dann haben wir hier verschiedene Pringles-Packungen. Oh mein Gott, haben wir viele Pringles gegessen. Moment. Ich glaube, ich könnte hier fast eine Bowlingbahn mit eröffnen. Fangen wir an. Original ist wahrscheinlich Salz. Sour Cream and Onion. Classic Paprika. Sweet Paprika. Und Pizza. Ich meine mich zu erinnern, also generell sei gesagt, Sour Cream ist unser absoluter Favorit generell. Das ist unsere absolute Lieblingsvariante. Dann haben wir Original und Paprika und Pizza. Ich glaube, Pizza war okay, aber würden wir jetzt nicht so nachkaufen. Und Paprika war gut, fragt mich mal, wo jetzt der Unterschied zwischen Sweet Paprika und Classic Paprika war. Und Original war auch gut. Mein Favorit Sour Cream und das muss als Feedback reichen. Kommen wir zu etwas Luxuriösem. Champagner. Veuve Clicquot. Muss man gerade gucken, nehmt ihr eigentlich die ganze Zeit auf? Ja. Veuve Clicquot. Die Flasche habe ich damals geschenkt bekommen, als ich den Kaufvertrag für diese Eigentumswohnung vor 2,5 Jahren unterschrieben habe. Und ich und Kevin trinken beide nicht so gerne Sekt. Also ich trinke dann eher einen Orangensaft oder so einen gemischten. Ich brauche keinen Sekt, das schmeckt mir nicht. Und wir hatten diese Flasche gekocht und ich glaube, der Teil ist gar nicht in einem Vlog gelandet am Ende, weil das irgendwie, ich fand, das war dann so eine langweilige Sequenz irgendwie am Ende, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich den überraschend lecker. Also ich mag Champagner oder zumindest diesen Champagner lieber als einen normalen Sekt. Hilft mir jetzt auch nicht so weiter, ne, dass ich mich schon wieder für das Teurere irgendwie begeistern kann. Ich würde es aber trotzdem nicht unbedingt nachkaufen, weil, weiß ich nicht, ich trinke immer lieber einen Gin Tonic, als dass ich jetzt einen Sekt oder einen Champagner trinke. Aber sollte man mit mir mit Sekt oder Champagner oder ähnlichem anstoßen wollen, kauft eine Flasche Veuve Clicquot, da trinke ich auf jeden Fall ein Glas mit. Das hat mir geschmeckt. Oder ansonsten, wenn es egal ist, ob wir mit Sekt anstoßen, dann kauft eine Flasche Gin Mare, ordentlich Fever Tree Mediterranean Tonic. Das ist einer meiner liebsten Gin Tonics, die ich trinke. Vielleicht mit einem Basilikumzweig drin oder mit einem Rosmarinzweig oder auch einfach nur einem Eiswürfel. Da muss gar nichts drin sein. Wirklich ein bisschen eher so ein milderer Gin Tonic, so leicht süßlich dabei. Absoluter Favorit von mir. Wenn ihr das noch nicht probiert habt, müsst ihr da unbedingt mal so eine Flasche Fever Tree Mediterranean mitnehmen. Gibt es bei Edeka, Rewe, im Getränkeladen, überall zu kaufen. Wo wir eben bei den Weihnachtskeksen waren, hätte ich hier auch noch eine Packung Gewürzspekulatius-Kekse. Hand hoch, wer liebt auch noch am liebsten diese Mühlenform da drin, also diesen Keks, der wie so eine Mühle geformt ist. Ich dachte, das bin immer nur ich, aber Kevin sagte das auch dann zu mir, ja, ich esse am liebsten die mit der Windmühle. Und ich so, echt, ich dachte, das bin nur ich. Also falls ihr da draußen auch gerne Windmühlen-Spekulatius-Kekse isst, ich glaube, es gibt sogar als Emoji, dann lasst das Emoji wo unten in den Kommentaren. Richtig witzig. Ich dachte, ich kaufe noch eine zweite jetzt für die Weihnachtszeit, aber dann hatten wir auch so viele selbstgebackene Vanilleköpfe, dass das gar nicht benötigt war. Sehr lecker, kaufen wir nächstes Jahr bestimmt wieder nach, so Gewürzspekulatius gehen ja auch immer. Folie Pie Provence. Ja, also ich liebe Herbe de Provence, mag ich total gerne. Ich überlege gerade, wo ich die reinmache. Herbe de Provence, irgendein Dip oder so. Auf jeden Fall mag ich diesen Käse total gerne. Ich bin nicht so der Scheibenkäseesser, aber wenn ich Scheibenkäse esse, dann in der Regel den hier. Mag ich sehr gerne auf Knäckebrot. Bio-Chiasamen, die mache ich immer in meinen Müsli morgens. Ich mache ja, wenn ich jetzt nicht gerade Urlaub habe, immer Erdbeerjoghurt mit klein geschnittenen Äpfeln, Haferflocken und halt auch Chiasamen. Die lässt man dann immer noch kurz quellen, damit der Körper sie auch verarbeiten kann, weil so, wenn sie so hart sind, kann der Körper die nicht so gut verarbeiten. Und
Jetzt in meinen Bananen-Porridge mit Zimt, ich denke, Gewürz, Fanta, Spices, mache ich die auch mal gerne rein. Immer so ein halber Teelöffel. Oh mein Gott, die sind so lecker. Und Kevin mochte die auch nicht so gerne. Also in Süßigkeiten-Sachen sind wir nicht unbedingt immer so einer Meinung. Aber dann essen wir uns das auch nicht so weg. Faser, eine Mega-Marke aus Finnland, habe ich damals auch gekauft, als ich in Helsinki gewesen bin. Genauso wie von Faser diese Schokolade mit Lakritz drin. Oh mein Gott, die ist so geil. Ja, die hier gibt es auf jeden Fall mittlerweile auch bei Ikea zu kaufen. Und als ich mit Mama vor Weihnachten noch Kerzen gekauft habe, habe ich eine Packung mitgenommen und hatte sie dann quasi für mich ganz alleine, weil Kevin die ja nicht so gerne isst. Würde ich auch wieder nachkaufen. Allerdings jetzt nicht in nächster Zeit, weil wir ja eine volle Süßigkeiten-Schublade, wie gesagt, haben. Gemahlene Nelken, da mache ich immer eine ganze Menge in Rotkohl rein, beziehungsweise es mag auch daran gelegen haben, dass ich zwei Rotkohlköpfe eingekocht habe. Aber Nelkenpulver ist zwanghaft im Rotkohl zu verwenden. Das gibt so dieses weihnachtliche Aroma da rein. Hier haben wir noch einen Tee, Kaminabend von Teekanne mit süßem Marzipangeschmack. Mag ich sehr, sehr gerne. Würde ich auch wieder nachkaufen. Ich mag das momentan nur nicht, wenn unsere Teeschublade so überquillt. Und da ist gerade kein Platz, weil ich mich jetzt erstmal für einen grünen Tee entschieden hatte. Ich wollte ganz gerne weg von immer Schwarztee mit Kandis, wegen dem ganzen Zucker und der Milch dann da drin. Deshalb habe ich mir jetzt einen grünen Tee gekauft und genieße es, den morgens zu trinken. Aber den werde ich auf jeden Fall auch wieder kaufen, wenn wieder ein Platz in der Teeschublade frei geworden ist. Kalifornische Mandeln gemahlen braucht man, um Vanillekipferl zu backen. Ich habe übrigens ein Rezept, da muss man nicht die Ei drin, weil meine Mutter sagte, ja, was machst du denn immer mit dem Eigelb, weil sie, glaube ich, nur das Eiweiß verwendet. In mein Rezept kommt alles ran, da wird nichts weggeworfen oder bleibt übrig. Oh, ich liebe Vanillekipferl. Oh, hier habe ich eine Gewürzdose leer gemacht und zwar von direkt vom Feld. Das ist eine Marke, die machen hier diese richtig coolen schwarzen Dosen. Das war mal ein Geschenk von einer Bekannten. Und da habe ich drei Dosen von. Kann man auch super jetzt eigentlich für was anderes verwenden, aber ich habe da nicht so richtig Verwendung für. Hier habe ich leer gemacht Berg-Oregano. Die hat auch wirklich richtig lange gehalten, weil da so viel drin war und ich gar nicht so häufig anscheinend Berg-Oregano oder Oregano verwendet habe. Und weiß ich nicht, da stecken, glaube ich, irgendwie ein, zwei Männer dahinter. Ich kriege das nicht mehr zusammen. Das ist schon so lange her, dass ich die Story gehört habe. Und ich weiß nicht, ob die auch da vor Ort gewesen sind und das direkt irgendwie beziehen und daher auch so der Name ist. Auf jeden Fall eine coole Story. Wenn ihr nochmal nach Gewürzen gucken wollt, ich kaufe eigentlich eher jetzt die von Ostmann ja immer. Aber direkt vom Feld, die waren auf jeden Fall richtig gut von der Qualität und die Verpackung ist halt auch echt mega. Wir haben auch wieder leer gemacht Walnusskerne, die nimmt Kevin ja immer gerne mit zur Arbeit und legt die sich auf sein Butterkäsebrot. Dann habe ich hier Fadennudeln leer gemacht, weil Kevin momentan manchmal so auf der Arbeit friert, koche ich jetzt immer regelmäßig Suppen, damit er mittags einfach so eine einfache Suppe trinken, essen kann. Also eine Nudelsuppe oder eine Suppe mit Kartoffeln und Möhren, ein bisschen Würstchen drin oder so. Irgendwie sowas in der Art. Speisesalz wollte ich gerade vorlesen. Nein, Spezialsalz. Auf gar keinen Fall Speisesalz. Das Salz kommt immer in den Geschirrspüler. Da habe ich jetzt die erste Packung leer gemacht. Also ich habe ja erst, wir haben jetzt erst seit einem halben Jahr diesen Geschirrspüler. Und ja, haben das einfach von Denk mitgekauft. Funktioniert wunderbar. Hier sind zig Kartons anscheinend leer gegangen. Schokokeks Knuspermüsli von Edeka. Das kaufen wir ab und an mal für Kevin, wenn er nicht das klassische Schokomüsli essen möchte, sondern das Knuspermüsli. Ich weise aber auch immer darauf hin, dass das nochmal besonders viel Zucker enthält und deshalb eigentlich nicht so gesund ist. Und die beiden Sachen waren cool. Die hatte ich aus Ibiza für ihn mitgebracht. Cool, das wusste ich gar nicht, dass das hier noch drin ist, aber das zeigt ja, dass das jetzt schon irgendwie so zwei Monate hier mindestens auch manche Stücke schon warten, darauf gefilmt zu werden. Einmal ist es von Nestle das Schokapix, das sind so Schokoladenkissen. Die würden wir nicht wieder kaufen, weil die schmeckten gar nicht richtig schokoladig, sondern die hatten einen ganz komischen Beigeschmack drin. Gibt es, glaube ich, hier in Deutschland auch nicht zu kaufen, deshalb hatte ich sie extra aus Spanien mitgebracht.
Und die hier, die waren richtig cool. Schokoflakes, das waren so größere Kissen, die saugen sich dann mit Milch von und werden dann richtig weich. Ich mochte sie ganz gerne, wenn sie so halb weich, halb hart waren. Die würde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Die sind allerdings auch von der spanischen Marke Cuetara, würde ich sie aussprechen. Cuetara. Und dann waren das die Schokoflakes. Cereal inflado chocolateado, Galetta, i chips de chocolate. Consumir preferentemente antes del finde. Ja, durfte man bis Oktober nächsten Jahres essen. Sind natürlich schon mehr. Spaghetti Miracoli, muss ich mehr sagen. Also ich glaube, wer liebt nicht Spaghetti Miracoli? Und kann mir irgendeiner erklären, warum die aufgehört haben, Parmesan da reinzupacken? Ist es nur, damit sie vegan draufschreiben können? Oder ja, warum macht man das? Der Parmesankäse war immer so lecker. Den kann man auch nicht ersetzen durch einen anderen, den man so im Supermarkt so kaufen kann. Macht mich richtig traurig, dass der nicht mehr drin ist. Kevin liebt Spaghetti Miracoli. Und ich weiß noch einen Abend, kam er nach Hause und war total alle. Und da habe ich extra dann Spaghetti Miracoli für ihn gemacht. Was Einfaches, was so Heimgefühl und Wohlfühlen und so einfach vermittelt. Manchmal braucht man das. Leer gemacht habe ich auch, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, weil in den letzten Wochen habe ich gar keine Proteinpuddinge irgendwie gegessen, wahrscheinlich, weil ich einfach so viel anderes Süßes gegessen habe, dass ich gar keine Lust auf süße Puddinge hatte. Aber hier habe ich leer gemacht den High-Protein-Pudding in Schoko. Werde ich nächstes Jahr definitiv auch wieder tonnenweise nachkaufen. Esse ich sehr gerne. Dann ist leer gegangen fürs Scheuermilch. Scheuermilch habe ich auch wieder nachgekauft. Und ganz witzig, mache immer die Toiletten mit Scheuermilch sauber und habe jetzt aber von Antikal eine Version entdeckt, weil wir hatten so ein paar Kalkprobleme. Und da habe ich Antikal besorgt. Und das ist eins, das riecht so gut. Da ist nämlich Febreze Freshing mit drin. Jetzt putze ich damit immer die Toilette. Ich weiß gar nicht, ob macht man das mit Antikalkmitteln? Auch zum Putzen oder benutzt man das nur für harte Stellen? Ich weiß es nicht. Es funktioniert auf jeden Fall hervorragend und dieser Duft danach ist einfach ein Traum. Deshalb benutze ich gerade nicht so viel Scheuermilch, aber Scheuermilch kenne ich noch von Mama, hat man immer im Haus. Ich hole mir die Tüte mal hier rauf, dann komme ich da auch besser ran. Hier ist noch ein Schokomüsli, das hatten wir. Weiß ich nicht, ist das von Aldi gewesen? Ich glaube ja. Von Lidl, das ist aber das Beste. Das hatten wir nur notgedrungen, weil wir gar nicht mehr bei Lidl einkaufen waren, gekauft. Oh, ich muss ja auch mal ich habe ja hier diese schönen Haarspangen von meiner besten Freundin zum Weihnachten bekommen. Ist aber ein bisschen schwerer, deshalb fällt die, wenn ich nur so ein paar Strähnen nach hinten ziehe, immer runter, weil ich ja so dünne Haare habe. So, jetzt sollte es aber wieder halten. Was haben wir noch wieder gemacht? Saint-Albré. Ich kaufe sehr gerne die einzeln portionierten, einfach weil ich das ein bisschen reinlicher und schöner auch finde. Auch so zum Aufbewahren dann weiter im Kühlschrank finde ich das praktisch. Es sind gleich 20 Gramm weniger als in der Version, die nicht unterteilt ist, kostet aber das Gleiche. Und ist einfach sehr praktisch. Ich liebe, mein Lieblingskäse ist der klassische Gérardmer und danach direkt aber der Saint-Albré. Und deshalb wird immer mal gewechselt. Kräuterschmelzkäse. Isst Kevin ab und an immer mal, oder isst Kevin eigentlich sehr gerne auf Brot. In letzter Zeit nicht so wahrscheinlich, weil wir zu viel davon im Kühlschrank stehen hatten und erst ein bisschen über hatte. Wobei mit Butterkäse passiert das witzigerweise nicht. Butterkäse geht immer. Ich hatte den Kräuterschmelzkäse jetzt aber auch leer gemacht, weil ich eine Hackkäse-Lauchsuppe gemacht habe oder auch Eimersuppe und da benutzen wir die immer tonnenweise. Mega, mega lecker, deshalb darf sowas nie im Kühlschrank fehlen. Und was ich auch gerne auf Knäckebrot wieder esse, ist von Buco der India. Den habe ich euch auch mit Sicherheit im letzten Aufgebraucht und platt gemacht Video gezeigt. Den kaufe ich ab und an mal. Ich esse nicht so häufig Knäckebrot, aber wenn ich Knäckebrot esse, dann am liebsten mit Philadelphia Jalapeno, Buco India. Oder dem Scheibenkäse mit Herb de Provence von Frelippi, den ich euch eben gezeigt habe. Wir haben noch eine Tüte Nüsse mit Cashewnüssen. Die esse ich dann zwischendurch auch ganz gerne. Und Kevin nimmt davon auch noch ein paar mit. Oh, sehr cool. Ja, da muss ich sagen, es ist noch nicht ganz leer. Ich habe jetzt den Karton endlich mal weggeschmissen, weil der mir einfach zu viel Platz in der Schublade wegnimmt. Refectus Seal in der Farbe Natural Brown 3.
Das benutze ich immer wahnsinnig gerne, um Augenbrauen zu färben oder auch mal so ein bisschen die Wimpern, wobei ich sagen würde, bei den Wimpern funktioniert das bei mir so mit dem Auftragen nicht so gut. Das kriege ich wahrscheinlich einfach nur nicht so hin. Aber Augenbrauen, ihr könnt es heute auch, glaube ich, noch sehen, weil ich habe vor ein paar Tagen erst die Augenbrauen gefärbt. Das macht einfach so viel für mich persönlich her, wenn die gefärbt sind, weil sie dann so ein bisschen ausdrucksstärker sind. Ist ja klar, wenn sie dunkler gefärbt sind. Ansonsten habe ich halt so ein paar hellere Härchen zwischendurch und dann sehen sie nicht so voll aus. Und wenn ich sie wie jetzt gefärbt habe, ich könnte noch jetzt so ein Augenbrauengel auftragen, um sie ein bisschen mehr in Form zu bringen. Dafür war ich ein bisschen zu faul. Aber ich liebe, liebe, liebe das. Und wenn das irgendwann alle gehen sollte, der Entwickler, diese Flasche, da ist so viel drin. Ich glaube, damit kann man ein ganzes Leben irgendwie gefüllt aus. Dann kaufe ich die auf jeden Fall nach. Aber auch die ist so ergiebig. Das war so eine Tube und ich würde sagen, ich habe immer noch so viel. Ich habe jetzt wirklich nur diesen Karton ausrangiert. Aber falls ihr das mal probieren wollt, Augenbrauen färben, Refractocil ist eine super Marke dafür. Ihr braucht einmal die Farbe und ihr braucht die Entwicklerflüssigkeit. Schreibt mich ansonsten auch an, wenn euch das irgendwie nochmal interessiert und ich euch das nochmal näher zeigen soll oder euch die Produkte nochmal irgendwie verlinken soll. Dann haben wir leer gemacht und dann kommt die Tüte gleich mal mit ins Spiel von Rewe die Roggenbrötchen und von Koppenrad und Wiese auch die Roggenbrötchen. Hier sind 7 Stück drin und hier waren glaube ich 8 Stück drin. Ne, 6 Stück waren da drin. Die von, jetzt gucke ich gerade ins Licht. Nicht in die Kamera. Herrlich, ich hoffe, das ist mir jetzt gerade nur kurz passiert und sonst gucke ich euch an. Oh, entschuldigt. Ich würde wieder nachkaufen, die von Koppenrad und Wiese. Wenngleich die von Rewe auch okay gewesen sind, aber ich fand irgendwie so groß, es war mir schon fast zu groß und ich fand irgendwie auch die Konsistenz bei den Koppenrad und Wiese-Brötchen noch ein bisschen besser, glaube ich. Also ich würde die wieder nachkaufen. Ein kleiner Lottoschein bzw. ein Rubbellos. Ich habe das letztes Jahr an Heiligabend ja auch schon gemacht und überlege, ob wir das auch für Silvester machen. Und hatte nämlich für jeden ein Rubbellos gekauft und 1 Euro Rubbellos. Das sind dann 4 Euro für den Abend. Und wir hatten einen Gewinn von 2 Euro dabei. Aber ich habe extra dieses aufgehoben, das war das, was ich frei rubbeln durfte. Könnt ihr das sehen? 2 mal 5.000 Euro. Und hätte ich jetzt ein Schwein gehabt oder noch eine dritte 5.000, dann hätten wir 5.000 Euro gewonnen. Gut, die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht eher gering, aber wir haben 2 Euro mit einem anderen Los gewonnen. Ich habe leer gemacht die Kerze Akara Natural Cosmetics Give Yourself a Moment. Die hat ganz gut gerochen, würde ich nicht wieder nachkaufen, weil mir das einfach zu dunkel vom Kerzendesign her ist. Und ich habe das gerne, wenn die Kerzen eher heller sind, also so Vanillefarben. Wobei das auch noch geht. Aber dadurch, dass es eher eine teurere Kerze ist, würde ich, glaube ich, anstelle von der eher zu mehreren IKEA-Kerzen zurückgreifen. Oder vielleicht mal bei Diptyque oder bei Rado schauen. Jo Malone ist dann schon wieder teurer als die. Sie hat mir gut gefallen. Ich hatte sie das Jahr davor von meiner besten Freundin zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ich fand es total cool, die mal zu haben. Und der Geruch war auch wirklich sehr angenehm und ruhig. Hat mir gut gefallen. Dieses Dunkelbraun ist nur nicht so die Farbe, die ich mir so hinstelle. Irgendwie so. Und das macht für mich auch immer viel aus. Außerdem haben wir leer gemacht von Lidl diese Neo Golden. Das sind die, die wie so wie die Oreos aussehen. Und zwar in der, ja, ich würde sagen Geschmacksrichtung Vanille. Die hier finde ich so lecker. Leckerer auch als die dunklen. Und an der Stelle ist der Hintergrund einerseits, dass ich es sehr lecker fand und es auch wieder nachkaufen würde. Die habe ich aber nicht bezahlt, sondern quasi von Lidl geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob wir noch andere Produkte hier vielleicht auch haben, die auch ein Geschenk von Lidl waren. Weil wir nutzen die Lidl Plus App und dann kriegt man halt, wenn man dann ein paar Mal irgendwie einkaufen war, man kriegt dann irgendwie 1 Euro ab 2 Euro Rabatt Einkaufswert. Dann kriegt man irgendwie 2 Euro ab 10 Euro. Also das erarbeitet man sich so über die Zeit. Und ab und an gibt es halt auch so Sachen von der Hausmarke, würde ich sagen, so umsonst. Beziehungsweise ich glaube, es war auch mal so, dass es Ferrero Küsschen oder auch genau Pick-up auch umsonst gab. Ab dann 10 oder 15 Euro Einkaufswert oder so. Also es gibt immer so Aktionen und man hat auch gewisse Rabatte. Die wechseln immer wieder. Und je nachdem, wie häufig man einkaufen geht und wie viel Umsatz man gemacht hat, schaltet man, glaube ich, so unterschiedliche Coupons auch frei.
Aber für uns lohnt sich das total, weil Lidl so das der Hauptsupermarkt ist, wo wir einfach einkaufen gehen. Und die würde ich auf jeden Fall. Oh, das riecht auch noch. Riecht auch richtig noch gut nach Vanille. Ein bisschen künstlich, aber egal. Chocolate Chips. Die sind auch schon ein bisschen länger hier, weil Chocolate Chip Muffins habe ich jetzt die letzten Wochen nicht gebacken, weil wir ja Kekse gebacken haben. Aber die essen wir immer wieder gerne und da müssen es auch diese dicken Chocolate Chips sein. Die ganzen Sachen, die ich drauf esse, habe ich euch schon gezeigt. Aber auch das Knäckebrot selber ist anscheinend auch einmal leer gegangen. Das hier ist das Vasa Roggen in Dünn. Das ist das, was ich immer wieder nachkaufe, auch von Vasa. Gibt es bei Lidl, gibt es aber auch überall woanders zu kaufen. Und ich finde da halt einfach praktisch. Ich esse halt nicht jeden Tag irgendwie Brot. Und deshalb würde Brot immer schlecht werden und Knäckebrot hält sich einfach. Was ist denn hier noch so drin? Porridge Vanille Chia und Porridge Schoko Kakaonuss. Ich glaube, das war an einem Einzugsgeschenk mit dabei. Und kann jetzt gerade gar nicht mehr sagen, wie das geschmeckt hat. Ich würde sagen, die waren ganz okay gewesen. Aber dadurch, dass sie jetzt nicht so in Erinnerung geblieben sind, würde ich sie auch nicht nachkaufen. Vor allem, weil ich das dann auch lieber selber mache. Sowas finde ich ganz nett für einen Adventskalender oder mal, um das an so ein Geschenk noch mit dran zu machen. Aber würde ich nicht selber kaufen. Haribo Vampire. Ich glaube, die wollte Kevin irgendwann nochmal essen. Mag ich total gerne. Ich bin totaler Lakritz-Liebhaber. Und das ist ja eher so ein bisschen süßliches Lakritz. Ich bin immer der Typ Vampir-Esser. Ich beiße erst die Weingummiflügel ab und danach esse ich den Lakritz. Lecker, kommt immer mal wieder vor, dass wir das nachkaufen. Aber mehr so zweimal im Jahr oder so irgendwie, weil wir das nicht so häufig essen. Häufiger kaufe ich dann noch die Tapsies. Die finde ich auch toll. Caramel Apple Pie Tea, sehr lecker, gab da Zeit, da habe ich keinen anderen Tee als den getrunken. Momentan sind wir ja mehr auf dem Kapper-Tee unterwegs, kaufen wir vielleicht auch in Zukunft, aber wieder nach, ist ein netter Tee. Halt eher auch so süßlich. Reisnudeln hatte ich auch, ich weiß nicht, in so eine Po-Suppe reingemacht, mit Brühe, Gemüse. Reisnudeln kaufe ich immer mal wieder nach, weil ich gerne auch asiatische Gerichte koche. Dann habe ich hier die Parfumprobe bzw. den Karton Bibliothek von Byredo. Das Pröbchen habe ich geschenkt bekommen, als ich das Parfum dort gekauft habe. Bibliothek als Parfum ist okay, aber ist nichts, was ich mir als Flasche kaufen würde. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ein Duft ist, der als Kerze sehr gut rüberkommt. Nee, das riecht nach nichts. Ich kann mir vorstellen, dass das, manchmal ist es ja so, dass man so einen Duft nicht als Parfum hat, aber dass man das vielleicht auch einfach irgendwie als Kerzenduft mag. Da riecht das dann ja auch nochmal so ein bisschen anders und verteilt sich anders im Raum. Bünding-Tee haben wir immer da, kaufen wir immer wieder nach. Kevin ist Ostfriese, ich liebe Ostfriesentee, ich liebe meinen Ostfriesen Kevin, ist immer wieder da. Bünding ist die einzig wahre. Spülmaschinen-Deo, da hängt jetzt noch der letzte Rest in der Spülmaschine. Würde ich nicht wieder nachkaufen. Das war auch ein Geschenk zum Einzug gewesen. Und ich fand es ganz interessant. Aber es hat gerade in der ersten Zeit immer so einen Film auf dem Geschirr hinterlassen. Und dieser Geruch nach Zitrone erinnert mich auch irgendwie mehr nach so Toilette. Hat mir nicht so gefallen. Erdbeerjoghurt. Das ist der, den ich am liebsten kaufe, wenn ich dann unterhalb der Woche mein Müsli morgens esse, der von Edeka. Das ist der quarkige Genuss in Erdbeere. Da sind 500 Gramm drin, reicht immer für zwei Frühstücke. Also ich esse den einen Tag die eine Hälfte, den anderen Tag nehme ich dann die andere Hälfte dazu. Mag ich sehr gerne. Schmeckt da auch einen richtigen Unterschied zu dem großen Topf von Lidl zum Beispiel, die das ja auch haben. Oh mein Gott, du bist auch noch hier. Hier hätten wir noch was zum Thema Gin Tonic, Liebe. Als ich auf Ibiza war und zurückgeflogen bin und am Frankfurter Flughafen umsteigen musste und dort eine relativ lange Zeit Aufenthalt hatte, habe ich drei von diesen Flaschen mitgenommen. Das ist schon ein fertig gemischtes Gin Tonic. Davon halte ich sonst nichts, wenn das so in Dosen kommt. Aber das war einfach so schön von der Flasche her aus. Mega schön. Das ist auch ein Gin, den habe ich noch nie gekauft. Den möchte ich aber unbedingt mal haben, weil die Flasche ist dann nicht auch mit diesem Symbol. Und
das hier, es gab einmal irgendwie mit einer orangen Umrandung, das ist diese blaue Umrandung, die habe ich mitgenommen und eine Flasche auch für Chantilly gehabt. Das könnte man auch noch perfekt irgendwie als Blumenvase benutzen. Ich bin nur nicht der Typ, der solche Flaschen als Blumenvase benutzt, leider. Aber ansonsten sieht das einfach toll aus und es fällt mir so schwer, diese Flasche wegzugeben. Ich möchte das auf jeden Fall wieder nachkaufen. Man kann das irgendwie nirgendwo kriegen, außer am Frankfurter Flughafen. Da kann man es aber anscheinend online bestellen, weil ich hatte das direkt gegoogelt. Oh, gut, dass ich da nochmal drüber stolper. Da wollte ich unbedingt mich nochmal mit in Verbindung setzen. Also falls ihr irgendwie über Frankfurt fliegt oder da am Flughafen seid, ihr müsst es unbedingt mal testen. Oder falls ihr das irgendwo anders seht, Opia oder O4, je nachdem, wie man es ausspricht, Gin Tonic, fertig gemischt, meldet euch bei mir. Ich fand die so toll und so lecker und ich wünschte, ich hätte noch mehr Flaschen hier zu Hause. Hier sind 2 Päckchen Zitronenschale drin, eins von Dr. Oetker und eins von DM. Habe ich keinen Unterschied geschmeckt. Ich würde Zitronenschale definitiv wieder nachkaufen. Ich habe ja eben noch einen Zitronenmuffin gegessen. Das heißt, ich hatte das eine Tütchen in den Teig reingemacht und das andere hatte ich dann angerührt für das Dressing, wollte ich gerade schon sagen, für das Topping, für den Zuckerguss. Ich hatte erst überlegt, so ein Frischkäse-Topping drauf zu machen, habe mich dann aber entschieden, auf die Zitronenmuffins Zitronenguss zu machen, also so Zuckerguss. Und auf die anderen Muffins habe ich dann dafür ein Erdbeerfrischkäse-Topping gemacht. Da wollte ich dann auch noch Zitrone drin haben. Leer gemacht habe ich außerdem so ein kleines Pröbchen von der Midnight Recovery Concentrate, von diesem Öl, was ich jeden Abend benutze, beziehungsweise benutzen sollte. Ich mache jeden Morgen meine Morgenroutine, aber manchmal bin ich abends richtig faul. Wenn ich geschminkt bin, schaffe ich das immer, mich abzuschminken und einzucremen. Aber wenn ich nicht geschminkt bin, dann kriege ich es manchmal abends einfach nicht hin, mich irgendwie zum Waschen und einzucremen. Tolle Probe auf jeden Fall. Kreuzkümmel habe ich auch leer gemacht. Das sind wieder diese Ostmann-Dosen, die passen bei uns perfekt ins Gewürzregal von der Größe her. Richtig, richtig gut. Das ist auch der Grund, weshalb ich nicht bei anderen Marken unbedingt schaue, weil mir manchmal dann auch die Gläser zu groß sind. Das nimmt mir zu viel Platz weg. Die sind super. Kreuzkümmel habe ich immer zu Hause. Verwende ich zum Beispiel im orientalischen Chili. Das ist so ein Thermomix-Rezept. Es ist endlich leer gegangen von Ritual auf Dao. Das Body Scrub, Mindful Body Scrub. Das ist toll, ich liebe den Geruch, aber ich verwende einfach so selten Duschgel oder solche Scrubs. Ich bin einfach der Typ, ich benutze mein Shampoo, dann benutze ich noch Calvin's Männer Shampoo unter den Achseln, weil ich das einfach ein bisschen reinigender finde, weil das ein bisschen herber und intensiver ist. Und das war's dann. Ich creme mich ja auch eher selten dadurch ein. Wobei ich sagen muss, heute habe ich mich eingekippt. Ich glaube, es liegt aber so ein bisschen an der Heizungslüftung, weil ich heute so ein bisschen Lust auf Wellness-Gefühl hatte, indem ich mich eincreme. Ja, deshalb, ich würde es auf jeden Fall empfehlen und wieder nachkaufen, wenn ich der Typ wäre, der viele Scrubs benutzt. Bin ich aber nicht. Aber wenn ich mal wieder Lust auf einen Scrub habe, dann würde ich zu dem, glaube ich, greifen, wenn mir das wirklich gut gefällt. Ja, Nagellackentferner ist leer gegangen. Das ist der von Maybelline. Ja, den hatte ich davor das Jahr im Adventskalender. Das war auch so witzig. Da hatte ich von Jacqueline, meiner Mama und von Kevin Adventskalender. Und an einem Tag hatte ich 3-mal Nagellackentferner drin. 2 kleine Reisegrößen. Einmal von meiner Mama, einmal von Jacqueline und einmal diese große Flasche von Kevin. Die haben sich ja nicht abgesprochen oder so. Das war irgendwie so ein bisschen schicksalshaft, richtig lustig. Und ich muss mir unbedingt auch die Nägel wieder neu machen, weil dieser Chanel-Lack, der hält einfach schlecht. Das habe ich Heiligabend drauf gemacht, jetzt haben wir 4 Tage später. Das kann nicht sein. Oh Gott, was wäre die Weihnachtszeit ohne Niederegger Marzipan? Ich habe das extra zusammengefaltet, aufgehoben für euch. Das hier war so ein klassisches Marzipanbrot. Ich liebe, liebe, liebe Niederegger Marzipan und es muss aber auch das Klassische sein. Da darf kein Pistazie, Haselnuss, irgendwelche alkoholischen Dinge oder sowas drin sein. Das darf nicht verunreinigt werden. Das muss wirklich einfach nur das Marzipan sein und dann Zartbitterschokolade drum. Oder aber die haben auch so, das haben mir auch mal Bekannte mitgebracht gehabt, so 3 große Tüten, das waren so würfelförmige Marzipanstückchen drin. Die einen waren in Zartbitterschokolade und 2 waren aber auch einfach nur Naturmasse. Das geht auch. Hammer. Ich mag das nicht, wenn es gemischt ist, aber ich liebe, liebe, liebe das, wenn das so aufgebaut ist.
Ein Traum. Und das hier ist etwas, und dann kommen wir gleich noch zum Wäschekorb. Da ist auch nicht mehr so viel drin. Lotus-Aufstrich in der Crunchy-Variante. Haben wir auch schon wieder nachgekauft, weil das einfach so vom Geschmack her perfekt in die Weihnachtszeit passt. Wer es nicht kennt, ich habe das vor Jahren kennengelernt, als ich viel in Belgien gewesen bin. Mein damaliger Partner hat in Belgien gewohnt und ja, dann ging es immer freitags mit dem Flieger nach Belgien und montagmorgens mit dem ersten Flieger zurück. Aufregende, spannende Zeit auf jeden Fall mit dieser ganzen Fliegerei. Da habe ich diesen Aufstrich kennengelernt. Richtig, richtig lecker. Von Lotus. In Belgien gibt es den auch noch bei Aldi, auch so von der Hausmarke. Bei uns ist das noch nicht so weit. Wer weiß, wie sich das aber noch entwickeln wird. Ich weiß, dass Rewe aus ihrer Selection-Reihe auch so einen Spekulatius-Aufstrich hat. Genau, das ist es nämlich. Also wer Lotus-Kekse nicht kennt, das sind ja so Spekulatius. Kekse, so besondere, die man auch mal beim Kaffee mit dazu bekommt, in einem schönen Kaffee. Und dieser Aufstrich ist mega, mega, mega. Wir lieben es. Getoastetes Toast, gesalzene Butter dann darauf und dann diesen süßen Aufstrich. Das ist so eine coole Kombination mit der gesalzenen Butter und dadurch, dass es warm ist. Richtig lecker. Ich hatte uns das jetzt auch noch einmal für die Weihnachtszeit besorgt. Das Glas ist, glaube ich, auch schon daheim, ja. Wir essen das richtig gerne. Ich habe früher die smoothige Variante bevorzugt, also die cremige Variante. Und Kevin mag die crunchy Variante, wo noch so leicht so Keksstückchen drin sind. Einfach lieber. Und mittlerweile finde ich die auch total gut. So, Körbchen. Wir kommen dem Ende zu. Flips, Jumbo Flips. Also wenn Flips bei uns zu Hause gekauft werden, dann auf jeden Fall Jumbo. Auch hier muss ich wieder sagen, Kevin ist nicht so der Flips-Esser. Die hatte meine Mutter, glaube ich, auch mitgebracht, jetzt für die Weihnachtstage. Ich mag das ab und an immer ganz gerne. Ich würde sagen, ich bin eher der Chips-Esser als der Erdnuss-Flips-Esser. Aber von Zeit zu Zeit habe ich auch mal richtig Bock auf Erdnüsse. Erdnuss-Flips. Lindor-Kugeln, die sind richtig lecker. Die hier hatte ich, glaube ich, irgendwie zum Geburtstag bekommen. Also auf jeden Fall habe ich die jetzt schon richtig lange im Schrank gehabt. Die sind lecker und das ist für mich auch so etwas, wenn ich irgendwie wirklich so was Süßes genießen will, meistens bin ich eher der Typ Reiner, aber wenn ich so ein Schokoladenstück genießen will, dann nehme ich mir eine von diesen Kugeln und lasse sie zart schmelzend auf der Zunge zergehen. Ist nichts, was ich persönlich nachkaufe, ist auch nichts, was ich jetzt irgendwie geschenkt haben möchte, jedenfalls nicht so regelmäßig, weil sowas hält sich, also es sind glaube ich auch immer noch Kugeln übrig, die liegen noch in dem einen Schälchen, das wir am Weihnachtstisch aufgedeckt hatten. Ja, es sind immer noch nicht alle, also die halten einfach viel zu lange. Drehen wir es mal um, wäre ich auf einer Feier, auf einer Veranstaltung, auf einem Event und da würden so, würde nichts Süßes sein außer diese Kugeln, dann würde ich die zart schmelzend auf meine Zunge zergehen lassen und genießen. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ben & Jerry's Netflix & Chill. Unser Lieblingseis ist das Half-Baked. Das ist aber noch nicht leer, das liegt noch im Gefrierschrank. Das haben wir gar nicht angefasst. Netflix & Chill ist eine Variante, die ist, würde ich sagen, jetzt ein paar Monate, ein paar Jahre irgendwie alt. Ist durch Netflix inspiriert entstanden. Schmeckt richtig gut. Da ist drin Peanut Butter, also Erdnussbutter und Brezeln. Kleine gebruncht, kleine Brownie-Stücke und ich meine, dann ist es auch Vanille-Eis. Geht hier nicht so raus hervor. Außer vom Bild her könnte man da jetzt drauf schließen, dass es Vanille-Eis ist. Richtig lecker, schon was Außergewöhnliches. Deshalb ist Half-Baked auch immer, das ist das mit Cookie und Brownie drin, unser Liebling, weil das so ein Standard ist. Aber ab und an mögen wir auch Netflix und Chill. Sehr gerne. Apfelschorle kaufen wir immer wieder nach. Das hier ist die trübe Natur-Apfelschorle von Lidl. Das ist wirklich perfekt. Wir haben ja nun wirklich eine Wohnung, die groß genug jetzt für uns ist, aber trotzdem Stauraum haben wir nicht ohne Ende. Und wenn ich jetzt Apfelsaft und Selta lagern müsste, dann würde das ja doppelt so viel Platz wegnehmen. Deshalb kaufen wir immer schon die fertig gemischten, aber auch nur, weil die wirklich toll ist und naturtrüb ist. Ich liebe naturtrübe Apfelschorle. Die haben wir auch jetzt für die Weihnachtstage wieder eingekauft. Eine Flasche ist auch schon wieder leer geworden. Super lecker, müsst ihr mal testen, wenn ihr gerne Apfelschorle trinkt.
Weißweinessig. Ich weiß gar nicht mehr, brauche ich für manche Gerichte irgendwie immer mal. Der hier ist von Kühne. Wofür hatte ich das denn benutzt? Weiß nicht, irgendein Rezept. Weißwein, solche Zutaten braucht man. Mr. Low Carb Caesar Dressing hat mir ein Arbeitskollege empfohlen. Da ist kein Zucker und kein Fett drin. Das Dressing hat uns, glaube ich, 7 Euro gekostet. Davon waren aber 3 oder 4 Euro Versand, weil Kevin da sich irgendwie beim Bestellen irgendwie verguckt hatte und dann auf einmal das kein kostenloser Versand von Amazon war, sondern irgendwie extra. Das war wirklich lecker, das Dressing. Ich habe es hier aber noch nicht im Laden bei uns gesehen. Mein Kollege sagte, dass er das schon irgendwie bei Rewe oder so auch gesehen hat. Ihr müsst es, glaube ich, einfach mal ausprobieren. Weil das, was ich ja wirklich besonders finde, ist, dass kein Zucker und kein Fett dran ist. Das Ding hat 9 Kalorien auf 100 Milliliter und schmeckt trotzdem sehr nach Caesar. Also vom Geschmack her haben sie das gut getroffen. Es dürfte für mich noch ein bisschen dickflüssiger, ein bisschen sahniger sein. Es ist eher ein bisschen flüssiger. Aber schmeckt ganz gut, ist aber auch momentan der Grund, weshalb ich es jetzt nicht direkt nachkaufen würde. Einfach weil der Bestellprozess für uns einfach zu kompliziert und zu teuer wäre und ich würde mir davon jetzt keine 10 Liter hinstellen, damit der Versand sich irgendwie rechnet. Ist irgendwie ganz interessant. An unsere Salate mache ich meistens ein Essigöl-Dressing und dann mit Fondue Spices diesen Dressing mixen. Die sind auch super. Da ist natürlich Fett dran, da ist mit Sicherheit auch Zucker dran, auch wenn die natürlich eher gesündere sind. Aber das hier könnt ihr mal ausprobieren, falls ihr das mal im Supermarkt seht. Bestellt euch das nicht auf Amazon mit 4 Euro Versand. Von Mr. Low Carb. So sieht's aus. Dann ist leer gegangen mein Micellenreinigungswasser für den einzigen Waterproof. Das habe ich auch schon wieder nachgekauft. Benutze ich immer zum Abschminken von meiner wasserfesten Augenmascara. Und dann ist leer gegangen, das macht mich echt traurig, von Palm Olive meine Handseife. Ich habe jetzt die letzte Flasche angebrochen. Folgende Story dazu. Als meine Oma noch gelebt hat, war das so, dass wir unseren Großeltern halt nicht mehr wirklich was geschenkt haben, weil die haben alles, die wollen auch nichts, die wollen einfach nur Zeit mit uns verbringen. Und dann hatte ich trotzdem zu einem Geburtstag irgendwie mir so eine Story überlegt, dass ich ihr Blumen schenken wollte. Allerdings nicht in Form von einem Blumenstrauß, sondern ich habe einfach im Drogeriemarkt alles gekauft, wo Blumen drauf waren. Taschentücher, Handseife, Duschgel, sowas. Unter anderem halt auch diese Handseife. Das ist jetzt bestimmt schon 4 Jahre her. Und als ich dann dort zu Besuch war, diese Seife, dann habe ich gedacht, oh mein Gott, die riecht ja toll. Und habe die hier nirgendwo mehr gefunden. Und das hat mich so aufgeregt. Weil bei mir ist es auch bei Handseife so, das muss irgendwie was Besonderes sein. Ich weiß nicht. Also ich kaufe nicht die Standard-Handseife. Nein, Steffi braucht irgendwie was, womit sie sich gern die Hände wäscht. Oh. Letztes Jahr, im Februar oder März, Kevin und ich dann bei Multi in Leer, dieses März, April oder so, ja, Mitte letzten Jahres, ich weiß es nicht, letztes Jahr haben wir jedenfalls bei Multi dann diese Seife entdeckt und da standen, ich weiß nicht, 3 oder 4 Flaschen von im Regal und ich habe sie alle mitgenommen und gekauft und jetzt sind wir an der letzten Flasche dran. Und wenn die letzte Flasche alle ist, dann werde ich einmal ganz stark weinen. Weil ich diese Seife einfach liebe, dieser Duft ist einfach so toll. Das ist, habe ich schon gesagt, Macadamiaöl und Pfingstrose. Und riecht so elegant und angenehm und ruhig. Oh, ich mag den Duft so gerne. Und ich glaube, dann werde ich mir mal eine Flasche Jo Malone Handseife gönnen. Die kostet richtig viel. Aber mein Plan wäre, diese Seife dann zu benutzen. Und wenn die dann leer ist, mir dann eine Seife zu suchen, deren Geruch ich sehr gerne mag, aber vielleicht nicht das Verpackungsdesign, und das dann in die ausgewaschene Jo Malone Seifenverpackung zu nehmen, weil ich die Verpackung von Jo Malone halt so toll finde. Das ist gerade so der Plan. Aber ein Hoch auf diese tolle Handseife, Palm Olive, warum habt ihr aufgehört, die zu produzieren? Kommen wir nochmal zu was Essbarem. Klassisch Philadelphia Mousse.
muss. Ich bin ein totaler Frischkäse-Liebhaber. Es muss immer Doppelrahmstufe sein. Ich mag diese ganzen Light-Produkte einfach überhaupt nicht, kaufe ich nicht. Da ist auch meistens mehr Zucker drin und das ist dann auch wieder schlecht für den Körper. Und das Fett, was man einspart, das ist irgendwie einfach alles nicht wert. Die war im Angebot bei Lidl, deshalb hatte ich die jetzt für die Weihnachtstage gekauft, weil ich das ganz süß fand, so auf dem Tisch. Würde ich auch wieder kaufen, ist allerdings, glaube ich, teurer als der normale Frischkäse. Und ich fand das jetzt mit der Mousse jetzt nicht so doll andersartig als normalen Frischkäse. Deshalb würde ich eher wieder normalen Frischkäse nachkaufen. Guck mal, hier haben wir Gérardmer Snack. Ich habe doch eben noch gesagt, dass ich Gérardmer, das ist mein Lieblingsschimmelkäse. Und der Snack ist einfach super praktisch, weil man sich die Scheiben so abziehen kann. Man kann das schön beim Tisch dekorieren. Wir haben das jetzt auch wieder an Weihnachten gekauft. War, glaube ich, auch im Angebot gewesen. Wird immer wieder nachgekauft. Dann habe ich hier den Karton von dem Lipgloss, wovon gar nicht mehr so viel auf meinem Mund ist, weil ich hier eben noch zwei Zitronenmuffins gegessen habe. Ja, viel ist nicht mehr übrig, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was sehen. Den habe ich zu Weihnachten von meiner Freundin geschenkt bekommen. Der ist von Charlotte Tilbury in Pillow Talk. Lip Lustre Luxe Color Rich Lip Lacquer. Der ist total toll. Das ist ein Lipgloss, der macht gleichzeitig, der ist fester und bringt richtig ein bisschen Farbe auf die Lippen. Nicht so ein durchsichtiger Lipgloss, der nur so dieses Glossige reinbringt, sondern der bringt auch wirklich ein bisschen Farbe mit rein. Gefällt mir richtig gut, habe ich mich total darüber gefreut, als ich das ausgepackt habe. Und das ist jetzt der Karton. Und dann haben wir hier noch ein Beauty-Stück und das ist der Nagellack, den ich heute drauf habe. Wie ihr sehen könnt, ist ein wunderschönes Rot, wovon die Spitzen leider schon direkt abgebrochen sind. Und das ist der Grund, weshalb ich den auch nicht nachkaufen werde. Das war ein Weihnachtsgeschenk von meiner besten Freundin vor, weiß nicht, 5 Jahren. Also er ist jetzt schon ein bisschen älter. Der war aber von Anfang an so. Also es kann nicht sein, dass das jetzt über die Zeit gekommen ist. Ich hatte noch den Eindruck, als ich ihn das vorletzte Mal vorher in den Kühlschrank gepackt hatte, dass es ein bisschen besser gewesen ist. Das ist die Farbe 455 Lotus Rouge. Und ich finde die Farbe, die ist großartig. Aber ich habe das immer am ersten Tag oder immer innerhalb der ersten 24 Stunden, dass mir irgendwo, wenn es auch nur eine kleine Stelle ist, das schon abbricht. Und das habe ich bei den Essilacken nicht. Und das macht mich richtig traurig, weil das ist ja ein richtig toller Nagellack von Chanel. Sieht super schön aus. Das Fläschchen jetzt wegzuschmeißen tut auch ein bisschen weh. Vielleicht behalte ich den Deckel, aber was macht man mit dem Deckel? Kommt weg. Wird nicht nachgekauft, aber ich brauche unbedingt dann wieder einen roten anderen Nagellack. Und da werde ich mal bei Essie vielleicht auch in der Gel-Couture-Reihe gucken. Ja, hier haben wir, oh guck mal, jetzt habe ich beide Flaschen hier schon hingemacht. Da ist sogar Pfand drauf, habe ich jetzt festgestellt. USC hat mittlerweile auch Pfandflaschen, das waren ja sonst Wegwerfflaschen. Das ist der milde Orangensaft. Ich habe den extra gekauft in mild und nicht klassisch, weil ich gedacht habe, dann brennt das nicht so. Also manchmal ist ja so Orangensaft sehr sauer, weiß ich nicht. Der hat auf jeden Fall richtig gut geschmeckt, haben wir an Weihnachten getrunken und würde ich auch wieder nachkaufen. Dann ist leer gegangen und hier habe ich jetzt nur eine Flasche. Zitronensaft, 100% Direktsaft. Es ist immer noch so, ich glaube im Oktober hatten wir die Zitronensaft-Challenge, wo wir jeden Morgen einen Zitronensaft-Shot getrunken haben. Wir trinken den nach wie vor jeden Tag und ich habe jetzt entdeckt, dass bei Edeka so halbe Liter Flaschen vorhanden sind. Wir hatten sonst mal die 0,2 Liter Flaschen von DM, aber damit haben wir so viele Flaschen im Kühlschrank und das produziert ja auch mehr Müll, als da notwendig ist. Deshalb kaufe ich jetzt immer die halben Liter Flaschen von Hitchcock bei Edeka. Kevin hat sich letztens noch gewünscht, dass wir mal wieder Cine Minis essen. Kaufen wir auch von Zeit zu Zeit, irgendwie mal, weil sind so zweimal im Jahr irgendwie isst man das dann total lecker, aber auch natürlich ungesund. Hier ist exemplarisch die Haferflocken, die ich immer für meinen Porridge esse oder auch in mein Müsli mache. Ich kaufe immer die extra zarten Flocken und nicht die Kernigen. Dann habe ich jetzt leer gemacht gestern, als ich mir so einen Mietag gegönnt habe und den ganzen Tag Sissi geguckt habe, Teil 1 bis Teil 3. Es war herrlich. Das habe ich mir nach den Weihnachtsfeiertagen, wo ich so viel vorbereitet habe und gekocht habe, in der Küche gestanden habe und gemacht habe wirklich verdient. Und habe mir deshalb auch eine Gesichtsmaske dann drauf gemacht. Das war so eine Tuchmaske, die ist jetzt von Pixi, die Glow Glycolic Boost. Hatte ich letztes Weihnachten von meiner besten Freundin geschenkt bekommen. Das waren so 3 Stück.
habe jetzt die letzte aufgebraucht. Die sind total gut. Ich sehe aber auch keinen Unterschied zu anderen, die ich sonst in der Drogerie gekauft habe. Würde ich auf jeden Fall wieder nachkaufen. Also ich würde Tuchmasken auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich weiß nicht, wie viel die kosten. Aber Tuchmasken mag ich generell gerne. Hier ist noch ein Riesenpaket für den Tink-Tee. Das ist auch leer gegangen. Dazu passen auch ein Paket Klunche. Wir trinken ja zum Schwarztee immer ein Klunche und einen Schuss Milch. Das ist der klassische Ostfriesentee. Dann habe ich leer gemacht, und das ist jetzt das vorletzte Stück, Zartbitter-Schokolade. Und auch dazu noch einen Tipp, wenn ihr mit Kuvertüre ab und an arbeitet, weil ihr Kuvertüre um Kuchen drum macht oder ich hatte Cake Pops gemacht und brauchte dafür Zartbitter-Kuvertüre, dann habe ich in der Vergangenheit immer diese 200 Gramm Kuvertüre-Blöcke von Lidl, Edeka und wie sie nicht heißen, gekauft. Und habe mir dann einen abgemüht, das klein zu schneiden und es dann im Wassertopf zu schmelzen. Und oh, das ist einfach nervig gewesen mit diesen kleinen Scheiben von diesen dicken Blöcken. Und deshalb gehe ich jetzt mittlerweile dazu über, dass ich mir diese ganz einfachen Schokoladentafeln in Zartbitter kaufe. Das sind 100 Gramm. Da juckt das Näschen. Daran braucht man also zwei, um so viel zu haben wie von der Kuvertüre. Die ist aber ganz genau so zu verwenden. Und dadurch, dass die so flach ist und wie eine Tafel geschnitten ist, kann man sie ganz gleich klein brechen und muss nicht mit dem Messer rumhacken, schneidet sich keinen Finger ab, verletzt sich nicht, hat es viel einfacher und kann das dadurch auch nochmal deutlich besser portionieren, wenn man nicht eine ganze Tafel braucht. Richtig, richtig gut. Großer Tipp, wenn ihr mit Zartbitterkuvertüre sonst arbeitet. Und das letzte, und dann ist der Korb auch leer, oh mein Gott, wie das hier aussieht, ist eine Dose Rocher von Ferrero. Das hört nicht auf. So, ich glaube, ich hab's. Das ist eine Packung Ferrero Rocher, beziehungsweise eine leere Packung. Die hatte ich für Weihnachten gekauft, weil meine Oma die immer so gerne gegessen hat. Meine Oma ist Anfang letzten Jahres gestorben und hat mir gerade jetzt die Weihnachtstage sehr gefehlt. Mein Vater hat mir auch gefehlt, aber irgendwie, ich glaube, es liegt daran, dass als ich die Wohnung gekauft habe, meine Oma noch da war und ich immer die Vorstellung hatte, dass wir ja das erste Weihnachtsfest hier so zusammen feiern können. Ja, jedenfalls hatte ich deshalb dann diese Rocher gekauft, weil sie die immer so gern gegessen hat. Und ja, dadurch war sie so ein bisschen mit bei uns am Tisch. Mein Opa war ja da, das war total schön, dass der die Wohnung zumindest noch erleben kann, weil ihm geht es gesundheitlich auch nicht so gut. Und das war ja was ganz Besonderes, dass wir dieses Jahr Weihnachten hier bei uns feiern konnten. Ich bin so stolz, es ist alles leer. Ich werde jetzt gleich alles in den Müll bringen, erstmal aufteilen, was ist Papier, was ist Plastik, was ist noch Pfand, was muss noch weg, was muss zum Glasmüll. Und ja, ich hoffe, dieses letzte aufgebrachte Plattgemacht-Video für 2021 hat euch gut gefallen. Und dann, ja, sehen wir uns, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob dieses Video heute online geht. Heute ist Dienstag oder Freitag an Silvester. Ich habe aber auch so ein bisschen noch gebloggt die letzten Tage und tendiere eigentlich dazu, dass das Video dann am Freitag noch online geht. So Weihnachten bis Silvester irgendwie. Kann euch jetzt auch nicht abstimmen lassen, weil ich muss das Video ja jetzt schneiden. Ich glaube, ihr seht das Video heute. Also von daher, ich habe heute um die Mittagszeit für euch gefilmt und ihr dürft abends gucken. Dann ist es doch richtig dicht dran auch für euch. Genießt die letzten Tage aus 2021. Ich freue mich ja schon, dass wir wieder eine gerade Zahl haben. Ich bin irgendwie so, ich mag so gerade Zahlen irgendwie gerne bei Jahreszahlen. Damit komme ich irgendwie besser klar. 2022. Und ich glaube, das wird ein richtig tolles Jahr. Alleine so von den Zahlen her klingt das total toll. Und wir haben auch schon den ersten Urlaub gebucht. Und ich hoffe einfach, dass nächstes Jahr viel mehr möglich sein wird als dieses Jahr. Und drück uns allen ganz doll die Daumen. Von daher, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis demnächst.